Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Orange on Black. Heute geht es um die PaySafe Card, nach eigener Aussage die Prepaid-Lösung im Internet. Und dafür habe ich jetzt schon mal www.paysafecard.com geöffnet. Und ich erkläre euch jetzt einfach mal, was die PaySafe Card ist, was sie kann, wo man sie herbekommt. Also, die PaySafe Card ist eine Zahlungsmethode im Internet. Also genauso wie PayPal etc. Nur halt anders. Prepaid. Ich kann mir die PaySafe Card in sehr vielen Läden und auch an manchen Automaten kaufen. Und zwar, wo das genau geht, dazu kommen wir gleich. Aber ich kann sie mir halt kaufen. Und im Grunde genommen erwerbe ich nur einen Code. Und dieser Code ist dann quasi mein Account. Ich muss mich also eigentlich nirgendwo anmelden, sondern ich kaufe mir halt nur diesen einen Code. Man kann diesen Code auch nicht wirklich mit mir verbinden, also da muss man sich dann keine Sorgen drum machen. Und auf diesem Code ist eine gewisse Menge an Geld gespeichert. Wenn ich mir also im Laden für 10 Euro so einen Code gekauft habe, dann ist auf diesem Code 10 Euro gespeichert. Und ich gehe dann also zu irgendeiner Website, wo ich mir irgendwas kaufen will, und dann wähle ich als Zahlungsmethode, wenn es dann angeboten wird, PaySafe Card aus. Und wenn ich dann zur Bezahlung komme, muss ich eigentlich nur in ein Feld, wo dann auch dran steht, dass man hier den Code eingeben muss, meinen Code eintippen und dann auf Bezahlen klicken. Und dann wird mit diesem Druck die Summe an Geld, mit der ich, also die ich dem Laden quasi schulde, von meinem Code abgebucht. Wenn ich mir jetzt eine PaySafe Card von 10 Euro gekauft habe und ich möchte etwas bezahlen, was 15 Euro kostet, dann kann ich einfach zwei PaySafe Karten mit jeweils 10 Euro nehmen. Dann gebe ich halt beide Codes an. Und dann wird von der einen PaySafe Card 10 Euro abgebucht und von der anderen nur 5. Und auf der zweiten PaySafe Card werden dann immer noch 5 Euro gespeichert, die ich dann anderweitig ausgeben kann. Kommen wir also dazu, wo man die PaySafe Card alles bekommen kann. Dafür klicke ich jetzt hier auf Kaufen. Hier könnte ich jetzt meine genaue Adresse angeben und dann auf Finden klicken. Da würde man mir genau sagen, wo jetzt die nächste PaySafe Card Verkaufsstelle ist. Und das ist nach unseren Erfahrungen auch ziemlich genau und aktuell. Aber hier unten sehen wir dann nochmal, wo man sie herbekommen kann, also hier von diversen Läden und Tankstellen. Ihr werdet euch wundern, wo man die überall kaufen kann. Natürlich kann man die PaySafe Card auch online kaufen, aber ich persönlich würde behaupten, dass das die wenigsten tun. Dann vielleicht nochmal kurz auf Bezahlen klicken. Hier kriegen wir dann nochmal näher erläutert, wie man damit bezahlt. Ist wie gesagt ganz einfach. Man hat dann halt, wenn ich hier nochmal näher ranzoome, man halt den Betrag von 27,50 Euro hier bezahlen muss, gibt man hier unten seinen Code ein und klickt dann noch auf Bezahlen. Jetzt vielleicht mal gucken, wo man denn überall bezahlen kann. Also, es gibt diverse Games. Die sind dann auch hier alle aufgelistet, bei denen man mit der PaySafe Card bezahlen kann. Hier eine doch recht lange Liste. Skill Games. Wieder einige etwas wahrscheinlich mehr benutzte Spiele und dann aber wie gesagt hier nochmal. Hier kann man sich näher informieren, ob dies das Spiel, was man an sich sucht, vertreten ist. Dann Social Community Games. Und ja, das ist im Grunde das gleiche wie oben. Dann Telefonie und Communities. Man kann also bei Skype, Jaha, Ring, Groupline etc. damit auch bezahlen. Und bei Sonstiges sehen wir dann, was vielleicht auch noch interessant ist, was ein großer Vorteil und gleichzeitig ein Nachteil ist, hier bei Amazon.de. Da kann ich jetzt nicht direkt mit der PaySafe Card bezahlen. Aber was ich kann, ist, ich kann mir einen Gutschein über die PaySafe Card bezahlen und den dann quasi bei Amazon einlösen. Ist was kompliziert, aber wenn man Zeit hat. Ansonsten kann ich hier auf paysafecard.de auch mein Guthaben abfragen. Dafür klicke ich dann hier mal. Hier würde ich jetzt also meinen PIN-Code eingeben. Also irgendeine Verbindung an Zahlen und Buchstaben, die halt auf meinem kleinen Zettel steht. Und dann könnte ich auch schon nachgucken, wie viel Guthaben ich denn noch habe. Was ich hier auch machen kann, ich kann über diesen Code ein Passwort legen.
Wenn ich also den Code schützen will, vergebe ich einfach ein Passwort und dann müsste ich auch, wenn ich mit dem Code bezahle, das Passwort angeben. Standardmäßig ist aber kein Passwort gegeben. Dann hier Aktionen. Ja, da macht PaySafeGuard immer irgendwelche kleinen Aktionen und Gewinnspiele. Und wer dann noch Fragen hat, hier bei Hilfe, sehen wir dann noch die FAQs und etc. Dann hier in der Seite haben wir nochmal die Verkaufsstellensuche. Und man könnte auch einen Newsletter abonnieren. Zu den Stellen, wo man mit der PaySafeGuard bezahlen kann. Also, man kann eigentlich an wesentlich mehr Stellen bezahlen, als die hier angegeben sind. Wer sich dafür informieren will, wo man noch alles bezahlen kann, der gucke einfach mal da, wo er bezahlen will, bei den Zahlungsmöglichkeiten nach. Oder google einfach mal PaySafeGuard, da findet man dann schon einiges. Ansonsten, wir haben eigentlich nur gute Erfahrungen mit der PaySafeGuard gemacht. Und ich persönlich finde das ein tolles Prinzip. Es ist genial einfach. Ansonsten noch zu den Kosten. Das sieht man hier nochmal. Das lese ich einfach mal vor. In den ersten 12 Monaten ist PaySafeGuard kostenfrei für dich. Nach Ablauf von 12 Monaten, ab der ersten Nutzung, spätestens aber nach Ablauf von 24 Monaten, ab dem Produktionsdatum, werden Administrationskosten in Form einer Verwaltungsgebühr in Höhe von 2 Euro pro Monat berechnet und von deinem Guthaben abgezogen. Das heißt, wenn man sich jetzt eine PaySafeGuard gekauft hat, also quasi Geld auf einen dieser Codes geladen hat, dann hat man nach der ersten Benutzung dieses Codes, wenn ich also zum Beispiel von einer 10 Euro PaySafeGuard 5 Euro benutzt habe, habe ich danach noch 12 Monate Zeit, ab dann wird jeden Monat 2 Euro von meinen 5 Euro abgebucht. Oder wenn ich nichts bezahle, dann nach 2 Jahren fängt es dann auch an, jeden Monat 2 Euro zu kosten. Wenn ich die PaySafeGuard aber leer habe, ob ich sie jetzt durch diese Verwaltungskosten oder ob ich sie einfach nur leer gemacht habe, nicht mehr was gekauft habe, dann stehen für mich überhaupt keine Kosten. Also man kann nie mehr Geld verlieren, als ich im Endeffekt auf diesem Code habe. Ansonsten, wenn euch das gefallen hat, dann abonniert uns doch und bis zum nächsten Video von Orange on Black.